Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise hier durch das Land der Verbannten in Conan Exiles Age of Sorcery 2. Ja, herzlich willkommen. Genau, ich habe mich schon mal hier wieder ein bisschen aufgerüstet. Ich habe herausgefunden, wie ich Waffe und Schild gleichzeitig ausrüste, indem ich die Taste 2 zum Beispiel mit dem Schild hier mit Shift gemeinsam drücke. Und dann kann ich die 1 auswählen und dann habe ich beide Hände ausgewählt. Das ist gut, ich habe mir hier nochmal eine Steinkeule gebaut. Ja, und dann würde ich sagen, sammeln wir jetzt erstmal ein bisschen und was ich euch hier als erstes mit euch heute machen wollte, ist, wir werten unsere Punkte mal wieder auf und gucken mal, was wir hier schon wieder freischalten können. Wir haben nämlich 25 Punkte mittlerweile. So, Präparator-Lehrling. Hier, wir könnten schon mal das bauen. 3 Punkte und 2 hier Rüstungsreparaturset. Aber eigentlich geht es mir um Waffen, vorwiegend aber auch um Rüstung hier, ne? So, das freischalten. Jetzt kriegen wir nämlich die Werkbank des Rüstungsmachers schon mal. So. Das hatte ich doch jetzt freigeschaltet, oder? Nee, da fehlt mir eine Schmiede und den Rüstungsmacher. Okay, und Eisenwerkzeuge. Das heißt aber, um Eisenwerkzeuge herzustellen, was brauche ich denn für Eisenwerkzeuge? Ja, erstmal brauche ich einen Schmied. Ja, und jetzt geht's los, dass wir Eisen brauchen, ne, damit wir an Eisenwerkzeuge kommen. Heißt, ich würde es hier belassen und würde mal gucken, dass ich vielleicht mal hier so entlang renne, anstatt hier, wo es schon etwas gefährlicher wird. Hier erstmal so zwischen F und I so ein bisschen rumlaufe. Gucke, ob wir da Eisen finden. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall ein bisschen abgegradet. Ich könnte noch mal ein paar Verbände bauen, sehe ich gerade. Ja, 4 Stück, egal. So, Knochenschild kann ich nicht, ich habe noch keine Knochen. Wir haben keinen Bogen und keine Pfeile. Ja, dann brauchen wir noch mal ein paar Pflanzenfasern hier. Genau. Und hier Aloe nehmen wir natürlich auch immer wieder mit. Na, wir können ja nie genug von diesem Tränken haben. Jetzt wird schon wieder Nacht. So was Blödes aber auch. Ja, ich möchte jetzt hier aber auch nicht. Was ist das denn? Was bist du? Eine Fettraupe. Kann man denn damit machen, außer essen? Ja, wahrscheinlich essen, ne? Müssen aber auch hier aufpassen. Wir hatten ja gestern hier auch diesen Boss. Der etwas gefährlicheren Natur. Der tut uns noch nichts. Hier müssen wir natürlich aufpassen, wenn wir mal irgendwann Eier klauen wollen. Ja, aber wir passen hier jetzt einfach ein bisschen besser auf. Was ist denn hier? Ah ja. Aua! Aua! Oh, so schnell tot? Eieieiei. Das ist ja mal Mist. War der so stark? Anscheinend, ne? Noam von Akaria. Oh. Ach Mann. Das ist doch Murks. Hä? Wieso liegt er denn hier? Das ist jetzt mal blöd gewesen, ne? Verdammt. Jetzt hat er wieder all mein Zeug. Das geht so nicht. Wo bin ich denn hier zum Leben erwacht? War das da vorne schon? Scheiße, so weit sind sie gar nicht weg. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich an mein Zeugs komme. So, weg. Mehr will ich gar nicht. Aber ich wollte mein Zeugs wieder haben. Das war alles.
Und die bleiben nicht hier. Aber noch keine Fackel gebaut, ne? Na, jetzt machen wir erstmal den Läufer hier. Ich glaube, die bin ich erstmal losgeworden. Ja, das ist gut. Kann ich eine Fackel bauen? Ja, ist ja erstmal eine behelfsmäßige, aber besser als nichts. Ein bisschen Licht ist nicht verkehrt, ne? Aber ich habe mein Zeugs wieder, das ist wichtig. Das ist mehr als wichtig. Hier muss ich auch noch mal aufpassen wegen Kroko. Aber ich könnte, wenn ich mich selber zerhacke hier, dann könnte ich doch an Tierhaut kommen, richtig? Jawohl. Ja, das Menschenfleisch kann weg. Dann brauche ich jetzt nicht. Nee, das brauche ich nicht. So, Tierhaut. Wo ist denn wieder mein Camp hier? Da. Muss mir hier irgendwie so eine Standfackel oder so hinbauen. Zepten, Knüppel, Faserfesseln. Ah, wir haben neue Sachen hier auch jetzt, ne? So. Ja, eigentlich wollte ich nicht sterben. Das hat dann doch nicht so schnell geknappt, ne? So. Wo hat er denn das Schild? Das bitte wieder hier hin, das da drauf. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen sortieren. Die Fettraupe kommt hier ins Lager, das alles ins Lager. Ne, das gibt mal wieder her, dann bauen wir gleich ein neues. Verbände können hier alle drauf. Ach so, ja, ne, sieht doch gut aus. So, das kann das nicht zusammengelegt werden, na klar. Sehr schön hier. So, Tierhaut haben wir jetzt mehr als reichlich. Und wofür brauchte ich die Tierhaut noch? Was war das noch? Ach, für andere Rüstung? Nee, Quatsch. Wofür brauchte ich denn jetzt dringendst die Tierhaut? Wann hatte ich gesagt? Hierfür, genau. So, das kann dann rüber. Zwirn behalte ich. Das könnte ich mal brutzeln. So, Rinder und das hier, ne? Hier 7. Erstmal wieder ein bisschen leben, dann bau dir neue. So, gut, hä? Ach so, weil fertig. Und die kann ich jetzt essen? Ja. Eine sättigende Mahlzeit einnehmen. Sehr gut. Dann haben wir schon mal was zu futtern gehabt. Ah. Ja, aber es wird ja auch langsam wieder Tag. Einen Bogen wollte ich mir noch bauen, ne? Wo ist denn der Bogen? Da. Ja, bau doch einen. Und jede Menge Feuersteinpfeile. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das Camp da oben jetzt gleich machen. Ich muss ja doch besser werden, auch im Nahkampf, ne? Aber dafür brauche ich auch bessere Rüstung. Und für bessere Rüstung brauche ich Eisen. Und hier das Ding wollte ich ja nochmal bauen. Wie viele Pfeile haben wir denn jetzt? Hat er überhaupt welche gebaut? Ach so, der muss noch hier. Ich weiß gar nicht. 10, 20 Stück, 20, 40 Stück, 10. Und was fehlt für mehr? Hm.
Äste fehlen. Ja, und Ranken kriegen wir hier jetzt auch, ne? So. Nimm mal ein paar Bäume mit hier. Wen hab ich denn wieder aufgeschreckt? Ihn da? Ach, den da. Alter! Ach Gott! Ah, den kriege ich noch nicht fertig, ey. Den krieg ich noch nicht fertig. Da bin ich noch zu schlecht für. Was ist er? Alles nehmen, natürlich. Da werde ich noch nicht fertig mit, ey. Shit. Ja, mach den Platter. Nee. Jetzt kommt der schon wieder zu mir, der Penner. Was soll denn das? Ich habe dem noch gar nichts getan. Ja gut, ein bisschen vielleicht. Aber der nervt gerade ein bisschen rum. Ernsthaft, wo ist denn jetzt mein Bogen? Ich hatte doch einen gebaut. Hä? Anscheinend nicht. Hat er mich beim Bauen getötet oder was? Blöd, Mann. Der rennt immer noch darum, der Arsch. Nee, das ist ein Tier. Aber der kämpft ja gegen diesen Typen, oder nicht? Hier, Bogen. Na, hau doch ab. Arsch. Da muss ich vor allem eins besser ausweichen, ne? Oh nee, renn doch! Das gibt's doch nicht, Gott verdammt nochmal! Mann! Egal was ich mache, es funktioniert einfach nicht. Ach, gibt's doch alles nicht, ey.
Ja! So, geht doch. Na also, Mann. Nicht immer nur mich töten hier. Ehrlich. Wie viele Leichen hier von mir rumliegen. Aber. Jetzt will ich mal kurz gucken. Die wollte ich. Die habe ich doch gebaut gehabt oder auch nicht. Doch da. Was? Was? Komm, hau drauf. Hier liegt auch schon einer von mir. So ein Toter. Hier, und dann haben die nämlich eine Kiste hier. Kann das denn wohl wahr sein? Das gibt's doch nicht. Nicht mal eine Kiste haben die hier. Ist ja nicht nett. Weißt du, da bemühe ich mich hier. Plag mich hier ab mit denen. Und dann haben die nicht mal eine Kiste. Gibt's doch nicht. So, ich wollte aber jetzt hier fünf. Ich wollte mir das Fleisch von den Viechern hier holen, ne? Ja, wenn die schon tot sind. Ich war es ja nicht. Guck mal, schmackhaftes Fleisch. Eins. Zwei. Ja, guck mal. Kann ich mir jetzt die Eier hier mopsen? Ich trau mich nicht. Bin ich doch gleich bestimmt wieder tot, oder? Menschenfleisch will ich ja nicht, aber häuten kann ich den. Oh, Tierhaut nehme ich doch gerne mit. Dann liegen ja auch nicht so viel von mir rum. Leichenstarre. Menschenfleisch kommt wieder weg, ja klar. Aber so ein paar Sachen, die kann man ja mal mitnehmen, ne? So, sehr schön. Wo war denn jetzt meine Stelle hier? Da. Ach so. Nee, nee, nee. So, erstmal hier. Quatsch. Hier. Erstmal das gute Fleisch hier brutzeln. Und ein Ei, Verbrauchsobjekt. Kann man auch kochen, wahrscheinlich, ne? So, Feuer. Brenn, Baby. So, die Steinkeule hatte ich von der Tante. Dann habe ich nochmal Eisenkopfpfeil. Gut. Ranken kann ich hier mal eben rüberpacken. Den brauchen wir. Hier hau drüber. Das ist mein Essen. Das Zeug kann rüber. So, die Eisenkopfpfeile behalte ich erstmal noch. Ich müsste aber noch mal ein paar neue Pfeile bauen und dafür brauche ich Äste. So, ich wollte aber trotzdem weiter wegen Eisen. Ja, leider hat der Noah von Akrimiri da mir das versaut jetzt hier, meinen Plan. Aber das ist egal, sobald ich mich von hier entferne. Oh, ja, sehe ich gerade. Trink mal einen Schluck, Freundchen. Sobald ich mich von hier entferne, ist Feierabend, ne? Dann kommen sofort böse Leute und wollen mich töten. So, ich kann noch mal ein paar Pfeile jetzt craften. Gleich. Na, Steine habe ich noch ein paar. Aber das fand ich schon jetzt übel, dass es da oben keine Kiste gab, ne? Da hast du schon so einen starken Gegner? Hört sich an, als wenn einer mit Pfeilen hier jetzt schießt.
9 auch nicht. 3 nochmal, dann haben wir ein paar Pfeile. So, und aufpassen hier. Ich muss da jetzt mal irgendwie eine Eisenquelle finden. Ist doch nicht normal. Und ganz viel Pflanzenfasern. Gott, da sind die nächsten komischen Ungeheuer. Da sind welche, die mich angreifen würden, ja. Es muss doch auch mal irgendwo ein bisschen Eisen geben hier für mich. Oder? Aufpassen auch wegen der Hyänen oder was? Ja. Hier gibt es kein Eisen, ne? Ach, ist doch doof alles hier. Kein Eisen. Mann. Das seid ihr Bäume. Die kann ich aber nicht fällen, ne? Da kann ich bestimmt. Dann bin ich ein bisschen mit beschäftigt. Da hinten sind so Typis unterwegs. Sind das für Viechers? Ja, genau. Hast du sie angelockt, ne? Ist ja klar. Du Pfeife, ey. Was? Renn! Renn, 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 aber nicht in dein Verderben. Oh, Glück gehabt. Tierhaut. Was sind das für komische Typen? Ah, jetzt habe ich auch nicht geguckt, wie die heißen, ne? Oh. Hallo. Nee, nee, brauche ich jetzt nicht. Sau viel Verdammte hier unterwegs. Zerstörte Brücke. Aha. Ja, die sehe ich. Das klingt aber jetzt gar nicht so cool. Ein bisschen Eisen muss es doch irgendwie hier geben, oder? Nee. Nicht da, guck mal. Das sieht doch gut aus. Glaube ich. Das könnte eine Eisenquelle sein. Ich hoffe es doch sehr. Ich brauche ein bisschen Eisen. Keine Ausdauer mehr. Ja, ja. Guck mal, was haben wir denn hier? Geben wir mal die Spitzhacke. Ey. Stein. Nee, auch nur Stein hier. Schade, ich dachte, weil es so schön dunkel ist, ist das vielleicht ein bisschen Eisenquelle. Nee, ist nur Stein, ne? Brauch Eisen, damit wir Eisenwerkzeuge hinkriegen. Wo kriege ich denn Eisen, verdammt? Ist ja egal, was ich mache. Irgendwas will mich töten. Mann, das gibt's doch nicht.
Die ist alleine. So. Na komm. Da muss ich auch noch mal gucken. Was ist das? Ja, yeah, Stufe aufgestiegen. Das ist auch Stein. Der Stein habe ich jetzt genug. Ich brauche Eisen. Gibt's doch nicht. Hier ist es gerade erstmal ein bisschen friedlicher. Ja, aber kämpfen wird immer besser. Wenn die nicht gleich zu 15 kommen, ist alles cool, ne? Ja, ich muss den Scheißweg ja auch noch zurück, ne? Schön vorsichtig hier. Ja, wie gesagt, das machen wir hier jetzt nur noch zwei, drei Folgen mal gemeinsam. Das nächste Mal, wenn ich Ressourcen. Uah. Geister? Oh, ciao. Geh dir mal. Schönen Tag noch. Bin froh, nicht gestört zu haben. Ja, beim nächsten Mal, wenn wir hier auf Ressourcensuche gehen, mache ich das in einem Schnitt. Aber jetzt fangen wir ja an und wollen das ja hier auch alle ein bisschen erkunden und kennenlernen. Aber wo bin ich denn jetzt map-technisch? Ich bin in diese Richtung unterwegs. Okay, ich wollte zwar eigentlich dahin, aber gut. Ja, hier ist die schlechte Straße. Zerstörte Brücke, die Wächter. Ja, würde ich sagen. Wir gehen hier nochmal rum. Und dann da hoch. Ich meine, die Welt ist ja echt schön gestaltet, ne? Tatsächlich. Wenn nicht abstürzen hier. So. Oh. Tat's weh, tat's gut. Wofür man diese Lotusblüten braucht, muss ich auch noch mal rausfinden. Im Moment weiß ich das noch nicht. Ja, aber wo gibt es denn hier mal Eisen? Ja, dann muss doch mal irgendwo Eisen geben hier. Ja. Da will ich erstmal noch nicht rein. Hier in diese Gebirge und so. Guck mal, diese Türme mit dem Feuer oben. Da vorne ist so ein. Ja, ich kann es ja sagen. Ein Kopfgeldlager ist da. Da kann ich aber noch nichts mit anfangen. Aber das könnte ich mir mal kurz markieren hier auf der Karte, ne? Wie ging das denn? So. Die sind ungefähr hier. Was haben wir denn hier? Das sieht doch gut aus. Ja. Gut. Ja, bei denen muss ich auch aufpassen. Die haben ja auch immer so.
Krieger dabei. Scheiße. Ja, komm her. Ach, keine Ausdauer. Du Blöder. So. So, wo ist er denn? Da. Noch so eine fette Raupe. Das ist ja auch fies, ey. Kopfgeldlager. Kopfgeldjägerlager an so einem Kämpferlager. An einem? Nee, nee, komm. Hier hauen wir ab. Hier sind wir nicht erwünscht. Hier sind wir nicht erwünscht. Nee. Hier geht's mal weg. An diesem blöden Krieger sind wir ja heute. Wie oft gestorben? Zwei, dreimal schon wieder. Ja gut, aber bin auch noch Anfänger, ne? Und kämpfen klappt auch irgendwie immer besser. Obwohl, das war jetzt gerade schon wieder knapp. Ach, Mann. Ja, Eisen. Da werde ich dann mal so ein bisschen offscreen suchen gehen hier. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch bis nach Hause. Und dann hole ich euch morgen wieder dabei, wenn ich ein bisschen Eisen gefunden habe, vielleicht. Also bleibe ich hier erstmal stehen, ne? Ja, ihr Lieben, wenn euch die Folge heute dennoch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ja, wenn euch interessiert, wie es auf meinem Kanal weitergeht, abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao!